Deutschlands beste Nachwuchswissenschaftler. 50 Jahre Jugend forscht. Beim zentralen Festakt zum 50. Jugendforscht-Wettbewerb bei der BASF in Ludwigshafen zeichnete Ministerpräsidentin Dreyer den Bundessieger im Fachgebiet Arbeitswelt aus. Unter den 1300 Gästen waren auch Bundespräsident Gauck und Bundesforschungsministerin Johanna Wanker, die die Ehrungen der Sonderpreisträger vornahmen. Der Wettbewerb ist insgesamt für Deutschland natürlich sehr, sehr wichtig, denn wir suchen ja im MINT-Bereich gerade auch sehr viel Nachwuchs. Für Rheinland-Pfalz ist er sehr bedeutungsvoll, denn jeder 10. Schüler beteiligt sich an diesem Wettbewerb. Und wir wissen eben auch, dass 90% der Schüler und Schülerinnen, die erfolgreich sind im Wettbewerb, tatsächlich dann auch MINT-Fächer studieren und wiederum die Hälfte davon dann in die Forschung und Entwicklung geht. Und das ist Zukunft für unser Land. Die jungen Forschertalente beeindruckten auch in diesem Jahr mit ihren Projekten, ganz alltagsnah und lösungsorientiert. Unter den Bundespreisträgern fanden sich gleich zwei Rheinland-Pfälzer Landessieger in den Bereichen Chemie und Biologie wieder, die die Jury mit engagierten und ungewöhnlichen Projekten überzeugen konnten. Ich freue mich sehr, den Preis jetzt bekommen zu haben und ja, für Rheinland-Pfalz natürlich einen von zwei Preisen und bin sehr überrascht jetzt. Mich hat es schon sehr gefreut, zum Bundeswettbewerb zu kommen und dann jetzt direkt so erfolgreich zu sein. Freut mich. Das war richtig gut. Also man hat eigentlich nicht wirklich gemerkt, dass es ein Wettbewerb ist. Es war total locker alles und jeder hat sich mit jedem verstanden. Es hat richtig gut Spaß gemacht. Die BASF hatte anlässlich ihres eigenen 150-jährigen Jubiläums die Patenschaft für den 50. Jugendforscht-Wettbewerb übernommen. Insgesamt hatten sich bundesweit über 11.500 Schülerinnen und Schüler zum diesjährigen Wettbewerb angemeldet. 1.183 von ihnen allein aus Rheinland-Pfalz. Eine beeindruckende Zahl. Deutschlands beste Nachwuchswissenschaftler. 50 Jahre Jugend forscht.